Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Nein, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Wir waren ja stehen geblieben. Ah ja, richtig, wir hatten die Hexe Tura besiegt. Oder hieß die Tura? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, und da konnten wir mit der Abkürzung wieder zurück. Und müssen jetzt wieder zum Wasserpalast. Jo. Alter. Was wollen diese Noob-Gegner? Na gut. Ja, wir müssen zurück zum Wasserpalast. Das tun wir jetzt auch. Dort werden wir weiteres erfahren, wie wir vorgehen. Oder besser gesagt, wie wir vorgehen sollen. Denn ein kleiner Tipp, die beiden haben jetzt schon 11 und 10 MP. Ja, kannst ruhig safen. Undine, the elemental of water, lives in a cave behind a waterfall east of this palace. Her barrier protecting the palace has disappeared, and I fear the worst. She could be in grave danger. You must find her. Gut, dann finden wir sie mal. Eigentlich ist sie so immer eingesperrt, ne? Wenn man hier die Schalter nicht mehr betätigt. Aber sie hätte das wohl mit Magie irgendwie machen können. So. Dann schauen wir mal. Neue Gegner. Genau. Und noch mal neue Gegner. Oh. Tja, was ist das wohl? Oh, ein Ei. Und ein Gegner. Die kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Gut, jetzt ist der richtige Boss aufgetaucht. Dem muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Der kann nämlich einen verschlingen. Außerdem kann er sich auch ein paar Mal heilen. Ja, jetzt hat er mich schon verschlungen. Handschuhorb erhalten. Ja. Im Originalspiel konnte man den hier ziemlich gut austricksen. Da konnte man sich immer so schräg hinstellen, dass er einen mit der... Nee, dass man ihn immer wieder hitten konnte. Und immer wenn man ihn hitten... Also immer wenn man ihn getroffen hat, dann konnte er nichts machen. Also man konnte sich quasi so hinstellen und die ganze Zeit auf ihn draufschlagen. Oh. Ja, Undine heißt im Originalspiel Frosta. Disastrous results.
However, you may channel the magic of others through your mana weapon. For instance, she can cast Ice Saber on your weapon, turning your enemies into snow. Ja, das kann ich. In addition, I leave this mana weapon to you. With it, you may attack enemies both above and below. Call upon me at any time. Das tun wir. Ja. All right. I'll be a master mage in no time. Ah, ja. So, wir haben jetzt auch die letzte Waffe von Undine bekommen, und zwar... Ja, da stand eben Lanze, aber das war wohl eben ein Übersetzungsfehler. Den Speer haben wir nämlich bekommen. Und den Speer, den wirft man, und die Lanze, wie ihr wisst, schlägt man mit. Ja. Das ist hier der Unterschied zwischen den beiden Waffen, also... Ja, mit dem Speer kann man hier auch wirklich nur werfen. Und ja, den Speer habe ich jetzt schon ausgewählt. Du hast noch die Lanze und du bist bald fertig mit der Peitsche. Und die Zauber werde ich euch jetzt auch gleich einmal zeigen. Ja. Das ist einfach Frost. Lässt Eiszapfen auf den Gegner herabregnen. Dann, damit kann man die Trefferpunkte stehlen. Vom Gegner also absorbieren. Energiesog. Und Säuresturm, ja, das ist gleichzeitig ein Angriffszauber, der die Verteidigung des Gegners senkt. Also wenn man das immer auf einen Gegner machen würde, dann würde der immer mehr Schaden machen. Das zeige ich aber gleich noch im Kampf. Und sie kann, ja, die Eissäbel, damit kann sie uns allen drei oder irgendjemanden einzelnen die Waffen zu Eiswaffen machen, womit wir dann unsere Gegner in Schneemänner verwandeln können. Dann Heilwasser ganz klar, stellt TP wieder her. Und Genesung, das hieß im Original Heilaura. Naja, Genesung kostet nur 1 MP und kann von allen Statuseffekten befreien, also wenn man vergiftet ist zum Beispiel oder was weiß ich was. Alles mögliche eben. Gut, das werden wir jetzt auch gleich mal im Kampf ein bisschen testen. Damit ihr das dann auch mal seht. Jetzt gegen diese Fische ist die Eismagie natürlich. Also, wie wir sehen, ich kann das hier wirklich auch auf alle machen, aber dann hält das nicht so lange. Und wenn ich das eben nur auf einen mache, dann hält das schon ein bisschen länger, ja. Ja, was wollte ich eben sagen? Ach ja, die, also ich zeige euch hier von der Elfe gleich die Eismagie, aber die Eismagie ist natürlich nicht effektiv auf diese Fische hier, ne? Also wird nicht so viel Schaden machen. So. Jetzt sie. Was machen wir hier denn mal? Machen wir. Ja, das geht auch auf alle. Ja. Ach, der eine ist ein Schneemann verwandelt, deswegen geht das auf den nicht. Machen wir nur auf einen, so macht das auch am meisten Schaden. Cool, und ich bin tot. Das ist ja nice. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt einen Zauber gesehen. Jetzt machen wir den nächsten Zauber. Säurering. Und gleichzeitig machen wir mal hier ein bisschen Heilung. Genau. Das ist ganz praktisch. Heilen ist halt immer praktisch. Peitsche reicht jetzt Stufe 1. Hat jetzt Stufe 1 erreicht jetzt. So, was geben wir denn jetzt mal für eine Waffen? Ein
Speer habe ich, ja dann. Boomerang haben wir den zweiten Orb. Genau wie bei den Clown, aber. Dazu müssen wir die erst verbessern lassen bei unserem Zwergenschmied. Von daher kann sie die. Was nimmt sie jetzt für so lange für eine Waffe? Nimmt sie einfach das Schwert. Ja, ich habe den Speer jetzt. Und du die Lanze, genau. Ja, und was kann sie noch für Zauber? Was habe ich euch noch nicht gezeigt? Genau, die Eisklinge habe ich jetzt, ja. Das eben geht auch auf alle. Also wenn jetzt welche vergiftet wären oder zu Schneemännern wurden, was weiß ich was, dann geht das damit sofort weg. Ja, und wie ihr seht, den Speer, den wirft man hier nur. Genau. Lanze auf Stufe 1. Gut, geht aber noch eine Stufe höher. Ja, damit habt ihr jetzt auch alle Zauber gesehen, bis auf den Energiesog von der Elfin. Den habt ihr noch nicht gesehen, den zeige ich euch gleich noch. Jetzt müssen wir erstmal wieder mit ihr reden. Jo. Use Undine's power to clear the magma in the underground palace. Crystal orbs are made to respond to a specific elemental's power. Gut, mit der Eismagie kommen wir in den Lava-Tempel rein. Und da werden wir dann jetzt auch hin müssen. Das heißt, wieder zurück zu den Zwergen, dann können wir auch beim Schmied gleich wieder unsere Waffen verbessern lassen. Jo, jetzt kann ich euch hier noch den Energiesug zeigen. Genau. Und die Zauber sehen hier noch ziemlich schwach aus. Aber umso höher das Level der Magie, umso besser sehen die auch aus. Also die Zauber, die können hier ebenfalls Stufen steigen. Wie wir sehen, hier bei ihr hat Undine jetzt Level 0 noch, aber 27% Fortschritt, ne? Und so. Also umso mehr sie zaubert, umso schneller geht es halt hoch. Ja, bei ihr ist es irgendwie auch 27, genau. Oh. Zufall. Genau. Dann gehen wir mal zur Kanone. Das ist nämlich der schnellste Weg. Xenon-Bonbon drin. So. Aber den konnten wir immerhin verwenden. Hey there. Special offer just for you. Only 50 G. Der ist Nebel. Und jetzt fliegen wir zu dritt mit der Kanone. Und da wären wir auch schon. Das ist doch mal eine nice Abkürzung. So, jetzt kommt hier dieser komische Gang.
Und jetzt können wir aber eben auch unsere Waffen verbessern lassen. 2600 haben wir sogar schon. Kann nicht versteckt werden. Ich glaube nur Klaue und Peitsche ging. Oh ne, Boomerang ging auch. Das geht nicht. Aber Peitsche ist ja noch nicht so alt. Gut. Ja, ich war aber noch nicht fertig mit dem Speer. Und sie auch noch nicht damit. Sie kann jetzt schon eine neue Waffe nehmen. Das ist den Krafthandschuh, den kann sie nehmen. Und ja. Jetzt bin ich am Überlegen, müssen wir vorher nochmal einkaufen? 4, 4, 1, 4, 3, okay, ja. Kaufen wir einen Engelskelch nochmal. Ja. Genau, und das war's dann auch schon. Ne, jetzt haben wir auch voll. Und hier haben wir auch das Beste. Ja. Nein. Dann gehen wir nochmal safe und dann gehen wir runter in den Tempel. Nein. Obwohl, sie hat 9 MP statt... statt 10. Ich weiß halt nicht, wie oft wir die Frostmagie brauchen. Gegen den Boss da unten. Aber wir brauchen auch nochmal Zaubern, um den Eingang freizuschalten. Das heißt... jetzt könnten wir eigentlich erst machen, dann können wir pennen gehen. Dann hätten wir wieder volle MP. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt dann. So, ja, wie ihr seht, hier unten ist jetzt der Eingang frei und das ist ein Orbschalter. Und dieser Orbschalter muss man immer mit einem Zauberspruch belegen, damit dieser dann auch etwas freischaltet, zum Beispiel einen Eingang. Genau, wie wir sehen, ist die Asche jetzt erloschen. Und bevor wir da jetzt reingehen, gehen wir jetzt schlafen. Weil dann hat die Elfen nämlich wieder volle MP. Denn jetzt hätten wir nur 7 und ich weiß nicht, ob das auch reicht dann gegen den Boss und so. Daher füllen wir ihre MP einfach mal auf. Und jetzt kommt, glaube ich, wieder ein Dialog. Wow, that Watts is the best blacksmith I've ever seen. Ach ja, Watts war der Schmied. He's made my rusty sword shine like it's brand new. With a sword like this at my side, everyone can tell that I'm a knight who means business. I know. I'll try it out with a few practice swings. It figures. What's your problem? So immature. A rust-free sword doesn't make you a knight. You'll never be a warrior like Dyluck without training. That's why I'm practicing. That wasn't practice. That was posing. You just wanted to look cool holding that sword. Oh, und? The truth hurts. Fine. No more sword practice today or any day. Happy now? Oops. I didn't realize I touched a nerve. You did not. Ugh, like I said, you're so immature. Das ist das Ende des Gesprächs. Alter, was will die? Ich hab das Mana-Schwert. Gut, jetzt ist es noch nicht so stark, aber... im Laufe des Spiels... das ist die mächtigste Waffe, also was will die überhaupt? Ja. So, die Elfen hat wieder voll der MP. Und, ja.
Die Horden sind wieder Goblins, allerdings andere diesmal. Auch eine Bombe. Wieder Goblin. Wendy reicht Stufe 12. Neue Gegner. Einhornkopf. Ich glaube, im Original hießen die Schachmeister. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Boah, sind die nervig. Endlich. Heilkräuter, jo. Speer ist jetzt Stufe 1. Oh, der Schalter war nutzlos. Das ist ja aber immer so, dass der erste Schalter nutzlos ist. Erst beim zweiten löst sich etwas. Beziehungsweise scheint ein neuer Eingang. Dann können wir jetzt ja mal die Peitsche nehmen. Die bräuchten wir hier eh gleich. Ja, um das Ding hier wegzukriegen, müssen wir den zweiten Schalter auslösen. Und es ist egal, ob man hier zuerst links oder rechts hingeht, der zweite ist immer der richtige. Blub. Das hörte sich jetzt genauso an wie der erste Schalter, aber er war richtig. So. Jetzt sind wir hier. Genau, und wenn wir das hier geschafft haben, dann bekommen wir auch den zweiten Mana-Geist, das heißt, uns steht dann auch die Erdmagie zur Verfügung. Auch eine Bombe. Gehen wir uns mal rüber. Ach. Ja, das ist ein Zauber, der einen ziemlich langsam macht. Und die hängt schon wieder fest, das ist ja toll. Und dann lasst ihr euch nur hinten. Gut. Und wieder Goblins. Und jetzt sind hier zwei von diesen Gegnern Einhornkopf. Was für ein Name. Ah, das ist das Gute mit der Peitsche, damit kann man auch mal gleich mehrere treffen. Geht ja auch nicht mit jeder Waffe. Ich
zum Beispiel mit dem Speer geht das nicht. Okay. Die beiden haben Waffen-Level-Ups. Sie ist endlich fertig mit der Lanze. Und dann kriegt sie jetzt den Speer. Ne, die Axt. Und du kriegst den Speer. So, jetzt müssen wir auch schon bald dort sein. Wie ihr merkt, die Dungeons sind noch nicht so lang. Aber die werden auch immer länger. Ja, ja. Ja, die beiden kloppen sich jetzt erstmal. Ja, da drin ist etwas und das ist der Feuermutant. Sie ist ja zumindest in der Originalversion. Und gegen den ist Wassermagie sehr effektiv. Das war ein Zufall, wir haben nur Wassermagie. Oh, 123. Das war der Feuerhagel. Das ist aber kein Problem. Nein. Wieso kann ich nicht zum Mädchen wechseln? Geht doch. Erstmal heilen. Und wieder zaubern. Auch eine Lavawelle. Oh. Das machen wir mal. Ach, machen wir das durch. Das hat ihn wohl gekillt. Ich konnte gar nicht mehr sehen, wie viel Schaden der TP so gemacht hat. Aber na gut. Bravo. Ja. Axt erhalten. Damit können wir unsere Axt auch wieder verbessern. Magische Kraft erhalten. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Und dann zeige ich euch gleich die neuen Zaubersprüche. Genau, das mussten wir machen.
Jetzt passiert etwas. Ah ja, im Stehen. Give me a break. Hey, don't get ants in your pants. While I was asleep, my past came back to me. I lived in the forest in the Upperland. So it's decided. That's where we gotta go. I'll let you hang out with me until we get back to my home. You're welcome. Mhm. Gee, thanks. Gut, zeige ich euch mal die drei Zaubersprüche. Also ein Zauberspruch, den man doch sehr oft brauchen wird, ist Erdrutsch. Der ein bisschen aussieht wie eine Schlammbombe, denn im Original heißt er auch Schlammbombe. Und ist eigentlich auch sehr stark, ja. Dann mit Gemach können wir die Gegner verlangsamen, das geht allerdings nicht auf Bosse. Und Diamantrakete ist ein etwas schwächerer Zauber als Erdrutsch. Braucht dafür auch weniger MP. Ja, alle drei gehen immer auf alle Gegner. Dann bei ihr, das zeige ich euch auch noch, das ist natürlich Steinsäbel. Damit können wir eine Waffe zur Steinklinge machen. Und die Steinklinge ist um einiges stärker als die Frostklinge. Und deswegen verbraucht sie auch viel mehr MP als die Frostklinge. Also doppelt so viel. Diese verbraucht 4 und die Frostklinge verbraucht 2. Ja, dann Schutz. Hebt die Verteidigung und senkt den erhaltenen Schaden. Und Hast erhöht die Ausweichchance und beschleunigt Angriffe. So. Nicht so gute Zauber, aber naja. So, wir probieren mal aus, ob wir hier wieder mit dem Tau raus können. Ja, was können wir? Can you hear me? Ja, Husalka. Gemma has not returned from Pandora yet. Something must have happened. I sense evil in the Pandora ruins. Perhaps you can look into it and find out what's keeping Gemma. Luke is right. We need to get to the Pandora ruins on the double. Ja, machen wir. One night is 15 GP. Stay the night. Ja. Wir haben zwar fast noch überall volle TP, aber die MP wurden ja aufgebraucht. Von daher machen wir doch übernachten. That's not good enough. Tell me. No one else fell for our ruse except for you guys. Good. I don't want to travel around with a liar who cheated a bunch of innocent people out of their gold. Calling me a liar is a little harsh. I apologized already, remember? It's in my nature to be tricky. I'm a sprite. Ich muss nur einen Prank oder zwei erwarten. Und damit ist der Dialog mal wieder im Strand beendet. Naja. So, wieder voll. Ja. Gut, und das war's dann auch zu dieser Folge.
und bei der nächsten Folge geht es dann zurück nach Pandora. Bis zum nächsten Video.